Pünktlich, sicher und emissionsfrei. Seit 1940 bringt der O-Bus unzählige Fahrgäste bequem und sicher durch die Stadt Salzburg. Damit die Attraktivität der Salzburger Öffis weiter steigt, wird konsequent an den Streckenausbau und in neue Fahrzeuge und auch in Fahrplanänderungen investiert. Ab September werden wir wieder einen 10-Minuten-Takt fahren, auf allen Linien. Vor dem Sommer diesen Jahres sind wir die Linien 1 und 2 bereits im 10-Minuten-Takt gefahren. Und das wird dann die anderen Linien ab dem 9. September auch betreffen. Also nach der Sommerpause starten wir wieder voll durch. Und es wird eine Verstärkung geben der Linie 12 ab dem Dezember diesen Jahres. Die O-Bus-Lenkerinnen und O-Bus-Lenker lieben ihren Job. Karl Kammel ist bereits seit 39 Jahren bei der Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH beschäftigt. Auch er ist begeisterter O-Bus-Lenker. An meinem Job gefällt mir besonders gut, dass ich halt mit einem großen Fahrzeug durch die Stadt fahre, dass ich die Menschen von A nach B sicher bringe, ja, dass sie sich auch wohlfühlen in meinem Bus. Und es ist, bin alleine in meinem Fahrzeug unterwegs, ich habe niemanden, der mir über die Schulter schaut, aber ich hänge auch an der langen Leine, so gesagt, wenn ich halt mit einem Problem habe mit der Leitstelle, die hilft mir da, oder im Team, es funktioniert recht gut. Ich bin in einer wunderschönen Stadt unterwegs, ich bin immer draußen, ich sehe etwas, ich sehe Leute, ich sehe Landschaften und es ist einfach, wenn man in der Früh unterwegs ist, vielleicht irgendeinen schönen Sonnenaufgang, detto am Abend, wenn die Sonne untergeht, man sieht einfach was, also das ist das. Es ist immer anders, ja. Aber wenn man glaubt, das ist ein eintöniges Fahren, aber es stimmt nicht, jede Runde ist anders. Öffentliche Verkehrsmittel wie der O-Bus bringen einige Vorteile für die Fahrgäste mit sich. Also zum einen ist es so, dass der Individualverkehr seine Grenzen erreicht, gerade im städtischen Raum. Man sieht es bei, heute haben wir Regenwetter, bei Regenwetter sind die Straßen voll, ist die Stadt voll. Und da kann natürlich der ÖPNV seinen Beitrag leisten, indem man die Menschen rasch durch die Stadt befördert. Und zum anderen ist Mobilität auch ein Grundbedürfnis. Das heißt, es können sich nicht alle Menschen Individualverkehr leisten. Und da kann auch der ÖPNV, insbesondere der O-Bus, seinen Beitrag dazu beitragen. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at.